Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Römerbude. Ich würde sagen, gar nicht lange reden. Wir sind bei der letzten Folge Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition in Dom. Die Bonus-Episode. Es wird noch länger als das letzte Mal vom reinen Text her. Ich weiß allerdings nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Text gar nicht so sehr, ich nenne es mal, verändert wurde. Dass er dem Original ähnlicher ist als in dem vorigen Bereich. Aber wir werden es ja sehen. Ich komme halt davon darauf, weil Abschnitt 1b, die Hoffnung lebt. 3 Monate sind vergangen. Am Ende herrscht wieder Frieden. Das gilt auch für mich. In den ersten Tagen, nachdem ich Günther zum zweiten Mal verloren hatte, fühlte sich die ganze Welt so an, als wären wir gescheitert. Aber dann fiel mir plötzlich ein Text in die Hände. Dieser. Wisst ihr jetzt, warum ich denke, es ist ähnlicher? Ich weiß nicht, wie er auf diese Welt gekommen ist, aber es spielt keine Rolle. Ich überarbeitete meine Erfahrung, Günthers Ansicht darüber, was ich an ihnen liebe. Gut, wir sind doch noch im Rennen. Und erweiterte Abschnitt 22. Nach ein wenig Recherche wusste ich, was ich heute tun sollte. Günther hatte recht, das Schlimmste, was ich tun konnte, war die Hoffnung zu verlieren. Also hoffe ich, kann Günther zurückkommen. Irgendwas muss ich anders gemacht haben bei dem. Ich habe die Bonus-Episode ja nicht am selben Tag wie das andere verändert. Und irgendwie glaube ich, dass ich irgendwas anders gemacht habe. War die Reihenfolge unterschiedlich? Egal, ich muss weitermachen. Das Land ist sehr weit vom Meer entfernt. Ihr Name ist nicht korrekt. Deswegen versuchen alle, sie Marschland zu nennen. Der Legende nach gibt es in diesem Land eine Höhle voller Kristalle und Farben bunter Wälder. Es ist sein Spitzname Crystal Square. Lassen Sie diese Christen seinen am meisten geschätzten Wunsch für diejenigen erfüllen, die von den Wachen gerichtet wurden. Ich werde heute Abend gehen und den Himmel sehen. Gut, ihr hört euch wieder Kacke an. Meine Hauptangst ist, dass der Anwalt meiner nicht würdig ist. Aber ich werde mich auf diese Weise niemals über ihn ärgern. Als G.Inter werde ich über meine Erfahrung schreiben, damit wir uns normalerweise dran erinnern können, was mit unserem Kopf passiert. Der verschwindet, das wissen wir schon. Ich habe meine Karte nicht mit anderen geteilt. Ich kenne sie und ich weiß, dass sie nur versuchen werden, mich aufzuhalten. Es ist sehr gefährlich und die Höhle ist nur eine Legende. Aber ich weiß, dass es Hoffnung gibt. Die Erwartung ist eine Regenhöhle. Ich würde Lapras bitten, sich in die Falle zu werfen. Okay, Nacht. Ah nee, ich bin nicht Lapras, schade. Und zu hoffen, nach dem Brand dort zu bleiben. Wenn ich in 5 Tagen zurückkehre, können andere Leute es auch nicht loswerden, weil ich in den letzten 3 Monaten nicht in der Außenwelt war, aber automatisch, wenn sie es verstehen. Bevor sie einen Ort ansehen, werde ich weitermachen und zurück nach Günther gehen. In der Zwischenzeit kommt das Morgengebet zurück und es ist mir oft passiert, dass ich eine solche Reise erwarte. Ich machte meinen Plan und Lapras war jetzt da. Wir starteten eine Seereise, die zum Beispiel 6 Stunden dauerte. Aber ungefähr 2 Stunden nach 4 Stunden. Also waren sie dann da. Startete der Trockenluftantrieb. Ein guter, ja. Die Fotos wurden gemacht. Das Licht schien mit kaltem Wasser. Und Lapras fand es schwierig, das Gleichgewicht zu halten. Vielleicht war der Wald noch gut, aber dann konnte ich mich nicht aufhalten und... Mann, Lord Ecke! Ihr wisst schon, was da steht. Aber dann konnte ich mich nicht aufhalten und warf ihn ins Wasser. Nach ein paar Stunden verlor ich bei Lapras mein Augenlicht. Okay, Lord Ecke ist offiziell erblindet. Nach ein paar Stunden verlor ich meine Orientierung und schließlich mein Bewusstsein. Als ich zurückkam, befand ich mich in einem kleinen Gebäude.
Mithilfe des Geräusches der Stürme war es mir möglich, es so zu pflanzen, wie es nur im Wasser war. Ich stand auf und suchte nach Pokémon, die hier leben. Ich fand im Zimmer unten, wonach ich suchte. Es gab Hydrokultur. Als ich ins Zimmer kam, drehte ich mich um. Ah, du hast mich gewarnt. Wie fühlst du dich? Sehr gut geheißen. Danke. Bist du immer noch schnell genug, um mich zu retten? Ich hab dich nicht wirklich gerettet. Du hast dich am Strand angespült und mich dann hierher gebracht. Mein Name ist übrigens Hydropi. Danke für die Hilfe. Ich bin Lord Ecke. Er schüttelte den Kopf. Lord Corner. Sind Sie aus einem Nachbarland? Ja, warum? Aber auch Jen. Aber sag mir, wenn du Lord Ecke bist, Günther, wo ist er? Ich dachte noch einmal an unsere letzte Schlacht und seinen Abschied. Wenn Sie nicht wollen, dass alles fertig ist, dann Ende. Vielleicht mein Lieblingssatz in dem Projekt. Und war wieder traurig. Hydropi war sich bewusst, was los war. Was ist los? Habe ich etwas falsch gemeldet? Fake News. Ich beschloss, es nicht auf meiner Karte zu lassen und sagte ihm, dass die richtigen Dinge passiert waren. Und jetzt bist du hier, um den Berg der Regenbogenchristen zu sehen. Oh Gott, warum muss es Kristalle mit Christen übersetzen? Das ist super. Dann wirst du sehr traurig. Ich kenne die Gegend als meinen Handrücken. Ich kann dich dorthin bringen. Das erste Pokémon, das ich hier traf, kannte bereits die Lage des Berges. Natürlich hat es mir gefallen. Trotzdem ist die Reise dorthin sicher. Ich antwortete ihm in keiner Weise, weil ich an die Tür geklopft hatte und bereit war zu gehen. Abschnitt 2b. Wir sehen uns wieder. Mithilfe der Karte definierte Hydropi den schnellsten Weg zu unserer Tür. Es regnete auf etwas Regen, aber es tat mir überhaupt nicht weh. Sicher? Feuer-Pokémon? Zuerst mussten wir einen stillen Fluss überqueren. Dann drohten wir mithilfe einer Höhle zusammenzubrechen, einen unglücklichen Wald zu überqueren und auf einen steilen Vulkan zu fallen. Was? Der nächste Satz. Der Vulkan ist ein großer See und beherbergt eine Reihe christlicher Höhlen. Warum ist alles christlich in diesem Land? Und der Vulkan ist ein großer See. Wenn alles gut geht, können wir eines Tages ein Hindernis überwinden. Ja, ne? Schön. Der erste Teil der Reise durch das große Land war sehr unvorhersehbar und ohne Hindernisse. Unsere Route verlief stetig entlang eines wunderschönen Flusses. Wir standen stundenlang auf den Beinen und es war eine lange Zeit sehr schmerzhaft, im Gegensatz zu dem, was Hydropi mir gesagt hatte. Die ganze Zeit hatte ich nur das Gefühl, dass uns jemand oder etwas beobachtete. Abgesehen davon gab es nicht viele Menschenmengen in der Gegend, die man sich ansehen konnte. Ja, in einer Welt, in der es keine Menschen gibt, finde ich das jetzt echt ein Wunder. Es gab keine Möglichkeit hier, also habe ich nicht alles gefangen. Nach einer Weile bildete der Fluss plötzlich einen Bogen und schuf das erste Hindernis auf unserem Weg. Zu dieser Zeit befanden wir uns an einem Ort, an dem Bäume akzeptiert wurden, die Hydropi gleichermaßen nutzen wollte. Ach, in anderen Regionen des Kontinents werden Bäume diskriminiert und nicht akzeptiert, oder? Wir können hier auf einem der Bäume graben und ihn als Brücke über den Fluss benutzen. Ich kann ihn leider nicht bauen, aber wenn es so ist, treffen mich die Wasserangriffe nicht. Kannst du... Mann, Hydropi, jetzt mach nicht noch... Jetzt motivier ihn nicht auch noch. Kannst du dich werfen? Meine Antwort war, dass der Baum schnell fiel. So erreicht es die andere Seite des Flusses und sieht einzigartig aus. Es scheint, dass Hydropi nichts finden konnte und es einfach war, unsere Brücke zu überqueren. Wie das Wasser vom Pokémon musste er große Angst vor dem Aufstieg des Flusses haben. Er rief mich ans andere Ufer. Komm schon, der Koka-Baum wächst bestimmt nicht. So, Leute, auch in dieser Folge brauchen wir noch einmal
Die Google Time. Nicht für ein neues Wort, aber ich will wissen, was ein Coca-Baum ist. Es gibt Cola-Bäume oder Coca-Sträucher. Ich gehe mal auf den Coca-Strauch. Ein immergrüner bis 2,5 Meter hoher Strauch, der im Anbau als Nutzpflanze niedrig gehalten wird. Er hat 24 Chromosomen. Das wollte ich wissen. Warum steht das da? Diese Aussage hat nichts genützt, weil ich immer das Gefühl hatte, dass er uns immer beobachtet. Aber ich wusste, dass ich nach Günther zurückkehren wollte. Es gab keinen Weg um ihn herum. Ich machte meinen ersten Schritt und hob langsam meine Hand. Ich erkannte, dass der Baumstamm vom Meister wirklich sichtbar war und sich vorwärts bewegte. Ich kann mich nur gelegentlich erinnern, was als nächstes passiert ist. Als ich ihn täuschte, erschien eine Blume in ein paar Applaus über dem Stamm des Baumes und sein Mund klappte auf. Die Blume des Baumes, die auf mir stand, nahm mir langsam das Rondo aus der Hand. Ich sah einen offenen Flughafen vor mir und wusste nicht, was ich tun sollte. Im Spätherbst ging bald ein großer Hof durch das befreite Land vor der Wüste und der Baum blieb im Dezember stehen. Das Ganze hört ihr euch jetzt noch einmal an und versucht ein einziges Wort zu verstehen. Was? Vielleicht war es gerade noch rechtzeitig. Geht's dir gut, Lord Ecke? Unter Schock nahm ich mir einen Moment Zeit, um zu erkennen, dass es Floink war, der mich rettete. Ha, ja, danke, aber was zum Teufel machst du? Ich glaube, du warst in Silberdorf. Wie kommst du hierher? Ich wollte dich in naher Zukunft besuchen und als ich deine Tür öffnete, war ich skeptisch. Als ich auscheckte, war alles ruiniert. Und es gab ein paar Aufzeichnungen der regnerisch cremigen Höhle am Boden. Was? Ich könnte jetzt, da wir schon die Höhle der Regenbogenchristen hatten, in Kombination mit dem Cremig jetzt einen sehr schlechten Witz machen. Aber ich lasse es. Es war nicht schwer zu erfahren, was du tust und Labras erklärte sofort alles, was mir passiert ist. Aber ich habe etwas getan. Der andere sagte es ihm nicht. Nachdem ich mit Labras gesprochen hatte, war mein Besuch sehr kurz. Der Rest der Arbeit kann uns ohne uns erreichen. Aber woher weißt du wirklich, wie man zusammengeht? Hast du es eilig? Nein, ich bin bei Pokémon, traf sich mit jemandem, der den Ort der Höhle kannte. Wenn er mit ihm spricht, reist er mit mir. Ich muss zu ihm zurück. In diesem Moment bemerkte ich, dass Hydropi immer in meinem Augenwinkel war. Mann, der soll da mal rausgehen. Da ist sowas Nerviges in meinem Auge. Ich könnte jetzt auch einen schlechten Witz machen darüber, dass etwas Irrelevantes in meinem Auge ist, weil gefühlt niemand Hydropis Existenz in der Walross-Edition aus gutem Grund wahrnimmt. Und ich werde noch dafür sorgen, dass er mehr wahrgenommen wird. Auch wenn es in der Walross-Edition 4 nur sehr bedingt ist. Als die beiden mich sahen, waren sie nass. Ich wusste nicht, was plötzlich passiert ist. Beide schienen nicht glauben zu können, wen sie gesehen hatten, weil ich ein wenig wusste, dass mein großes Glück gekommen war. Der Tag, an dem wir gegen Nick Crossmar gekämpft haben, als wir nach Silberdorf zurückkehrten, erzählte uns Bulbasaur, dass einer der nützlichsten Freunde von Floink in ein Nachbarland aufgebrochen war. Ihr zwei kennt euch, habe ich recht? Es scheint, dass Hydropi das Bewusstsein wieder erlangt. Und er schreit, ja, ja, wir machen Juima. Google! Ist das ein Wort? Sieht nicht so aus. Nö. Muss wieder hier die Stelle finden. Ich hab dich schon lange nicht mehr gesehen. Gehst du? Floink scheint keine Ahnung zu haben, was er antworten soll. Ich bin traurig.
Zumindest wollte ich dir sagen, dass du aufgeben sollst, aber ich konnte es auch nicht. Ich bin sehr traurig. Soka, oh Gott, Alter, Google wird hier leicht belastet heute. Also nicht geschrieben wie Soccer im Englischen, sondern S-O-C-A-R. Soka. Soka Energy, Soka Germ. Der staatliche Energiekonzern Aserbaidschans. Was? Glaubst du, ich war verrückt nach dir? Ich weiß, warum du es nicht kannst. Jeder weiß es. Du musst dich nicht entschuldigen. Ich muss dir drinnen danken. Du hast alle Pokémon gerettet, spielen eine wichtige Rolle. Die beiden diskutierten eine Weile, für wen ich noch einen Kredit suchte, als ich sie zusammenstellte. Hoffentlich beschuldigen sie sich nicht gegenseitig, aber können wir langsam Erfolg haben? Wir wollen nicht, dass Günther wartet. Abschnitt 3b. Neue Gefahren, alte Freunde. Also haben wir gewonnen. Jetzt gibt es nur noch drei von uns, außer uns beiden. Hä? Während der Reise diskutierten wir eine Reihe von Themen, insbesondere über alles, was in unserer Erfahrung passiert ist. Wie sich herausstellte, wusste Hydropi wirklich nicht viel mehr als unsere Erfahrung, wer dort war, und wir konnten die Welt vor der Dunkelheit retten. Wir erzählten ihm alles, was auf den ersten 48 Seiten einer solchen Geschichte geschrieben worden war. Unsere Geschichte. Hier sind's aber nur 27 Seiten gewesen. Andere Schriftgröße. Eines Abends fragte mich Hydropi, ob ich überhaupt wüsste, wie ein Baumloch aussehen könnte. Was? Frage ich auch immer alle. Es war, als hätte ich meinen Platz auf diesem Gebiet fast vollständig eingenommen. Ich habe die Form eines Baumes unter einem Baumstamm gesehen. Er hat den Baumstamm verschlossen und dann auf die Baustelle gelegt. Ich weiß nicht, wer es war oder was es war, aber ich habe das Gefühl, wir haben einen Feind, der uns bei dieser Katastrophe aufhalten wird. Hydropi versuchte, mich zu beruhigen. Er sagte, es sei jetzt nicht wert, uns anzugreifen. Wir wären im Krieg bereits überlegen und inmitten der Hindernisse, die auftauchten, konnte keine menschliche, spirituelle Generation garantieren, dass sie gefährlicher sein würden. Es war nicht die Art, die ich lieben wollte, aber es hat nicht geholfen. Gehoffen? Da steht geholfen. Ich werde blöd durch dieses Projekt. Und ihr wolltet mit, glaube ich, 7 Leuten, die abgestimmt haben, als ich geguckt habe, einen zweiten Teil, alle einstimmig, 100%. Oder nee, 6 Leute hatten abgestimmt, genau. Im Gegensatz dazu war Hydropis Plan, dass wir fast 2 Tage auf dem Fluss verbracht hatten, bevor wir auf die ein oder andere Weise zum... Was? Bevor wir auf die eine oder andere Weise zum zerstörten Hündinnengrab der Hydropi-Höhle kamen. Das zerstörte Hündinnengrab, ja gut. Bevor wir eintraten, erklärte er uns, wie wir weitermachen würden. Du musst hinter mir bleiben und den gleichen Weg mit mir gehen. Wenn wir nur eine der Seite wechseln, Krosse Krabbe Pizza, sollen in der Höhle bedecken, wird das gesamte Gebäude einstürzen und wir werden begraben. Die Überquerung der Höhle wird nur 20 Minuten dauern. Nur die erforderliche Qualität. Und wenn egal, wo du hinschaust, du hast kein Problem. Also gingen wir in die Höhle. Dort waren die Säulen auf der Rückseite hauchdünn und miteinander verbunden. Ich konnte nicht zeigen, wie die Natur in diesem Bereich etwas schaffen kann. Laut Hydropi haben wir uns zu einem Gewitter gemacht und alles besiegt. Hier sah ich wieder, dass die Regenhöhle des Regenbogens etwas ganz Besonderes hätte sein sollen, wenn die Natur nur versucht hätte, sie zu schützen. Die ganze Straße war wie ein Labyrinth gebaut, aber die Heuchler wussten genau, dass sie überall hinführte. Es scheint wirklich so, als ob diese Elektrizität uns nicht aufhalten kann. Nach 20 Minuten sah ich zum Beispiel ein Licht,
direkt vor uns. Hydropi sagte, wir wären endlich in Zozan. Aber in diesem Moment sah ich etwas hinter mir passieren. Als ich mich umdrehte, war es wieder da. Die These, die immer versucht hat, uns vor dem Fluss aufzuhalten. Er trat den Ball für eine Weile und verschwand dann. Plötzlich begann der Riss der Höhle und die ersten Wellen fielen. Wir gingen zum Ausgang, aber wir waren immer noch hunderte von Metern entfernt und konnten jeden Moment schnell zusammenbrechen. Besonders wenn es so aussieht, als würden wir unter Tauben begraben, sind die Zelte vom Boden gefallen und eine beschädigte Säule wurde errichtet. Komm schon, verschwinde! Ja, als wir die Höhle verließen, gingen die Zelte verloren und die Fesseln brachen zusammen. Der Weg, solche Lianen zu retten, wartete darauf, dass wir gehen. Bulbasaur, ich wusste, ich würde dich hier sehen. Wie kommst du jetzt hierher? Wenn sie nicht zurückkommen, habe ich überprüft, ob sie sich noch in Lapras befanden. Nein. Als er alleine ging, wartete ich und folgte dir, weil ich natürlich wusste, was du tust. Von nun an reisen wir alle vier in den Illusionswald. Vom Ausgang der Höhle aus konnten wir diesen kolossalen Wald sehen, der in der Ferne gesehen wurde. Der Geruch eines Fremden um ihn herum war keine Ausnahme. Wir hatten nur noch wenige Stunden, um ihn zu erreichen, aber wir beschlossen zu campen und machten eines dieser Feuer, die wir so oft an diesem Ort hatten. Hydropi beschrieb das Problem hinter diesem Hindernis und vielleicht das Gefährlichste. Dieser Wald ist wie ein natürliches Labyrinth. Mithilfe eines fremden Baumes gibt es Halluzinationen, die versuchen zu garantieren, dass wir verloren und zerstört werden. Die dort lebenden Pokémon haben nichts dagegen. Sie warten jedoch nur, bis die Passagiere den Angriff verhindern und sich verteidigen können. Ich stellte fest, dass wir das auf keinen Fall tun konnten, also fragte ich Hydropi, was wir tun könnten. Wir müssen versuchen, uns nicht ungeschützt zu lassen und vorwärts zu gehen, egal was passiert. Am nächsten Tag betraten wir einen Wald der Wissenschaft. Wie in diesem oder einem ähnlichen Gebiet zu erwarten, stieg beim Betreten des Waldes Rauch von einer der wenigen Mauern, von einer wichtigen Mauer auf. Wir versuchten, Hydropis Befehle zu hören und sofort ohne Probleme zu rennen. Aber nach einer Weile wurde eine ganze Holzwand vor uns geladen. Wir konnten nicht geradeaus gehen und mussten uns umdrehen. Trotzdem führte dies bald zu einem Fehler. Ach moin Olaf, Grüße geht raus. Wir hatten ausnahmslos unsere Ladung verloren. Jetzt sind wir seit 4 Stunden im Wald in diesem Gebiet oder in diesem Gebiet. Und das Wasser ist bereits in die Berge geflossen. Nicht alle von uns haben lange geholfen. Besonders als wir anhalten wollten, wurde die Gegend kurz und schneebedeckt. Der Nekromant schüttelte ein paar Meter über unseren Köpfen. Sie werden auf seltsame Weise da rauskommen. So, gehen wir. Wir sind seit langem bereit, warum ist diese Version länger als das Original bei weitem? Im Original war ich jetzt nach dieser Zeit fertig und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das sein kann. Ganz kleine Sekunde, sorry. Sowas muss leider manchmal sein. Ich muss nochmal gucken, wie war der letzte Satz? Wir sind seit langem bereit, all diese Bedeutung der Erlösung zu geben. Unsere Gruppe wurde ein neues Feng Shui-Mitglied. Jetzt fehlt nur noch ein Hindernis und ich dachte, ich könnte es kontrollieren. Wo werden wir uns treffen? Unsere Reise durch die Wüste war gegen Ende einer anderen. Wir werden morgen in der Regenbogenkristallhöhle ankommen. Bisher hatte ich Angst, dass er mich nicht würdig finden wird. Als ich Hydropi fragte, machte er sich keine Sorgen. Er wird dich in Lord Eckes Höhle werfen. Warum peinigt ihr mich so? Hast du Angst vor ihm? Ich bin mir sicher, er kann nicht Nein sagen. Ich wusste nicht, wie Hydropi diesbezüglich so viel Schutz bieten kann, aber ich hatte große Angst, Moredi, zumindest nicht darüber. Am Ende war da noch dieser Schatten. Wir haben am frühen Morgen mit der Serie Volvano Crevasse begonnen. Ist das neu auf Netflix? Habt ihr euch gegönnt?
In der Zwischenzeit ist diese Reise fast zu unserer großartigen Erfahrung geworden. Wie viel Zeit seitdem vergangen ist, scheint es immer noch so, als wäre es erst gestern gewesen. Nur Günther war nicht da. Aber nicht zu lange. Ich entschied, als wäre ich schon lange nicht mehr gewesen. Der Tag kam, an dem Günther zurückkehren würde. Entgegen meinen Wünschen war es für uns einfach, zum Vulkan zu gehen. Wir haben uns das Bild kurz angesehen und die Gelegenheit genossen. Wir wurden zunächst ignoriert, aber Hydropik kann uns versichern, dass dieser Vulkan seit Jahrzehnten geleert ist. Der Ansatz von dort war in der Tat ungesund. Wir sahen große Plätze, gefüllt mit endlosen Blumen, Flüssen und Wäldern. Also für Pollenallergiker ist das auf jeden Fall ungesund. Es gab einen Unterschied zwischen all diesen Dingen. Halten Sie in dieser Menge an. Der Regenbogenhöhle. Nach einer halben Stunde haben wir uns zum Beispiel entschieden, den falschen Weg einzuschlagen. Sehr gut, die haben sich da einfach so besprochen, so oben auf dem Berg. Ja, welchen Weg gehen wir jetzt? Ich bin dafür, wir gehen den falschen. Wer ist noch dafür? Alle gut. Aber lange nach der U-Bahn überkam mich ein erstaunliches Gefühl. Als ich mich umdrehte, sah ich ein kurzes Gedicht, das uns immer ansah. Es scheint eine Einberufungszeremonie am Vulkan abzuhalten. In der nächsten Stunde war es nervig und der Boden begann auszutrocknen. Vati, was ist Hydrokultur? Ich dachte, der Vulkan wäre weg. Sag mal, wir laufen hier drauf, als ob der weg ist, du Pisse. Also, das steht da nicht. Ja, ich denke das Gleiche, aber... Eine Explosion ereignete sich, bevor er seine Rede beenden konnte. Als er anfing, stand er vom Ufer auf und ging zum Berg hinunter. Wir waren in dieser Hinsicht schnell, aber wir waren im Weg. Auf dem halben Weg standen wir vor einem großen Problem. Dem Schrei, der dem Namen des Vulkans gab. Zum Beispiel, warum immer zum Beispiel, war die Lava 100 Meter hinter uns und bewegte sich langsam in unsere Richtung. Was machen wir heutzutage? Ich wartete ein bisschen auf sie, weil Latias meine Frage beantwortete. Steh auf. Bevor die Lava tief in den Friedhof floss, auf dem liegt ja schon viermal Gent, würde sie uns alle beschützen. So haben wir als ganzes Team die letzten Stunden unseres modernen Abenteuers unversehrt verbracht. Das nächste vermisste Mitglied wird in naher Zukunft ebenfalls zu uns kommen. Abschnitt 4b. Das letzte Kapitel der Walross-Edition in Dom 1. Überhaupt. Das Ende einer New Sea-Ära. Warte, wie hieß das Originalkapitel? Ich schwank gerade zwischen das Ende einer Ära und der Anfang einer neuen Ära. Ich mache hier gerade nebenbei die Original-Walross-Edition auf. Oh, Digga. Oh, die ist ja gar nicht viel länger, als ich bisher schon bei der Walross-Edition 4 geschrieben habe. Der Anbruch einer neuen Ära. Das war's. Anstatt das Ende einer New Sea-Ära. Kommen die letzten nicht mal zwei Seiten. Die schaffen wir noch. Und wir hoffen jetzt, dass Lord Ecke nix wirft. Wir haben das Wasser aus der Ferne gesehen. Ich zwang ihn, dorthin zu gehen und mit den anderen zu fahren. Aber als ich in den Sand des Sees kam und mich umsah, war ich schockiert. Was ist hier los? Hovava? Oh, Hovava strikes back? Warum stürzt die Höhle ein? War gleichgültig, dass ich Günther nie wiedersehen würde. Ich ging direkt zu den armen Palmen und betrachtete die Kristallstücke zu meinen Füßen. Plötzlich stand er vor mir. Die These, die uns den Weg versperrt hat. Du hast es wirklich vor so langer Zeit geschafft, obwohl ich versucht habe, dich nicht aufzugeben. Du Narren. Ich muss aber eh sagen, das ist so der Teil, mit dem ich am unglücklichsten bin der ganzen ersten Walross-Edition, weil es nicht mehr zu den Nachfolgern passt. Mit Darkrai. Die Betonung war seltsam. Du bist schuldig, dieses Gas zerstört zu haben. Wenn du es so sehr versucht hättest, hätte es bisher nicht funktioniert. Derjenige, der mehrfach versucht hatte, uns zu töten, und derjenige, der sich versichert hatte, dass ich Günther nie wiedersehen würde, konnte mich kaum zurückhalten.
Was denkst du, machst du mit Farbe? Was ist die große Größe hier? Was haben wir mit dir gemacht, um uns zu töten? Ich gebe dir 30 Sekunden, um dir zuerst zeigen, wie du es richtig machst. Ich hatte Angst. Das Gegenteil ist der Fall. Ich bin Darkrai. Trotzdem hätte ein guter Freund von mir persönlich nichts für dich getan. Wenn du ihm nicht im Weg gewesen wärst, hätten wir in einer perfekten Welt gelebt. Die dunkle Welt. Eine zweite, wie wir inzwischen wissen. Ich kann es mir nicht leisten, um deinen Freund zurückzubringen, damit er den dunklen Krieg fortsetzen kann. Du darfst nicht so jagen. Ohne deine reine Demut wirst du keine Chance gegen mich haben. Bleib gesund und du wirst deine Freiheit für sich in Caps Lock haben. Ich habe keine solche Antwort gefunden. Dieses Pokémon ist ein Anhänger der dunklen Macht und hat uns verurteilt. Er hat die Regenschulhöhle zerstört und jetzt fragt er noch nach meiner Seele so nebenbei. Am nächsten Tag hörte ich Hydrope sprechen, der aus irgendeinem Grund neben mir stehen blieb. Ich gebe dir noch einen letzten, damit Darkrai nicht verloren geht. Wenn du in 10 Minuten noch hier bist, wirst du das Gefühl haben, dass deine Dunkelheit in diesen Tagen passiert. Und wer bist du, um mit mir zu sprechen? Denkst du, du bist stark oder was? Ich bin Hydropi, die Wache der Ältesten, mit denen sie sprechen. Und für diese Menge wie sie bin ich ein Beamter, verstehen Sie? Das ist Beamtenbeleidigung. Das ist eine Straftat. Es schien mir keine große Sache zu sein. Hydropi Tef war in der Provinz. Aber Darkrai sah weiterhin so aus, als würde er sich besser fühlen. Offensichtlich akzeptierst du mich nicht besonders in deiner Arbeit. Wenn du das Geschäft nicht akzeptierst, sag nicht, dass ich dich nicht warnen werde. Wenn du mir deine Seele nicht freiwillig gibst, dann werde ich sie akzeptieren. Sei ich. Ich. Am nächsten Tag bildete sich um jeden von uns ein schwarzer Kreis, der sich voneinander trennte. Ich konnte nichts mehr sehen und sah... Das lasst ihr jetzt kurz sagen. Ich konnte nichts mehr sehen und sah, dass ich müde war. Wenn du von deinen Träumen verwirrt bist, bist du schuldig. Im nächsten Moment wachten wir alle auf und ich wusste, all meine Freunde waren hier, einer von ihnen konnte uns nicht retten. Aber aus einer Vielzahl von Erwartungen heraus wurde ich in naher Zukunft gewarnt. Alles war konventionell. Ich stand auf und sah mich in Darkrai um, aber er war nicht da. Wir spielen jetzt Günther und Lord Ecke, Darkrai's Inside Story. Aber Günther stand vor der Höhlentür und sah unter die Bäume. Trotzdem sah er nicht konventionell aus. Er sah sehr groß und leicht klar aus. Günther? Er drehte sich überrascht zu mir um. Da waren Tränen in seinen Augen. Ich stellte fest, dass es ihm immer schlechter ging. Warti, und los geht's? Ist alles akzeptabel? Warum bist du so verärgert, dass du endlich wieder in uns bist? Seine Ängste nahmen zu. Ich kann nicht zurück. Am Anfang werde ich für immer bei dir bleiben. Ich hab's dir versprochen. Plötzlich verschwand er vor meinen Augen. Ich wollte nicht verstehen, was es immer bedeutete. Ich drehte mich um. Es war spät in der Nacht. Einer der Sterne leuchtete hell. Ich werde nicht wieder in deine Welt kommen, aber ich werde dafür sorgen, dass du dich sicher fühlst, wenn du es am meisten brauchst. Ich verspreche. Am nächsten Morgen erreichten wir das Ufer. Auf dem Rückweg hielt uns nichts auf dem Weg auf, aber ich machte kaum Fortschritte. Ich musste verstehen, dass ich versagt hatte. Ich konnte Günther nicht zurückbekommen. Ich habe es verurteilt. Wir sind jedoch bereits in unsere Region zurückgekehrt. Hydropi ging mit uns, weil er damals nichts mit der Schlangenschlange zu tun hatte. Mann, es war gerade alles atmosphärisch und dann kommt die Schlangenschlange. Während ich das schreibe, bin ich auf dem Weg nach Silberdorf. Nur, ich brauche Zeit, um alles zu verarbeiten. Aber ich versuche vorwärts zu kommen und nicht aufzugeben. Denn solange ich hoffe, wird diese Welt weiterleben. Aber da auf dem Grab gibt es jemanden wie ihn oder etwas. Günther sitzt am Tisch und schaut zu den Sternen. Lord Ecke, es ist uns beiden viel passiert. Wir mussten einen langen Weg gehen. Es schien alles weg zu sein. Wir haben beide lange gekämpft. Ich näherte mich ihm langsam. Günther, ich...
denke, du kannst nicht zurück. Hast du es wirklich geglaubt? Es ist eine neue Felk-Ära. Günther hat es vor meinen Augen verbreitet. Ich kann es nicht tun, aber ich spüre sofort, wie ein wenig über meinen Körper fließt. Jetzt hat die Ära der Zerstörung begonnen. Jetzt ist diese Welt mit den Kräften der Macht verbunden. Und das war's. Das war es mit der Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition. Aber dumm. Endgültig. Es war eine relativ lange Reise. Folge 12 ist das hier. Etwa genauso lang wie das Original. Diese Afterstory ging ungefähr 10 Minuten länger. Das Video ging zwar eine Viertelstunde länger damals, aber die Hälfte des Videos habe ich gelabert. Und ja, das war die Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition in dumm. Ich werde das jetzt hier einfach so frei raus sagen. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch, der diese Worte gerade sieht, dieses Video einzeln sieht, oder wer von euch die gesamte Walross Edition in dumm als ein Video sieht. Aber vielleicht sehen wir uns wieder. Wenn euch das Projekt gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr den zweiten Teil nicht verpassen wollt. Ein paar Wochen werde ich mir frei nehmen vorher, aber ihr könnt auf jeden Fall damit rechnen, dass innerhalb der nächsten Woche, Alter, innerhalb der nächsten Wochen wird so viel abgehen. Dieser Kanal wird explodieren. Seid gehypt. Wir sehen uns. Bis bald. Es war eine tolle Reise. Und wenn Lord Ecke im nächsten Teil auch nur eine Sache wirft, werde ich das Projekt auf der Stelle beenden.